Die Truck-Kategorie wurde in diesem Jahr von der Mannschaft um Teamleader De Roy dominiert. Dementsprechend die ersten Plätze für die Mannschaft auf den neu aufgebauten Ivecos. Die Holländer, traditionell stärkste oder dieses Jahr zweitstärkste Nation auf der Dakar und immer im Truck-Bereich sehr, sehr stark vertreten. Die haben wirklich alles gegeben in den letzten Jahren, um hier mal einen solchen Erfolg zu feiern. Inklusive dramatischer Tiefen, zum Beispiel 2007, als die Mannschaft um De Roy gar nicht zugelassen wurde zur Dakar und sie mit ihren Trucks vom Startort direkt wieder nach Hause reisen konnten. Aber diesmal hat alles geklappt und sie haben wirklich von Anfang an der Rallye ihren Stempel aufgedrückt. Ein verdienter Sieg für sie, die liegen sich in den Armen, sind happy, haben Tränen in den Augen. Zu Recht, man gönnt es ihnen, denn sie waren einfach konstant, sauschnell und haben mit hoher Akribie gearbeitet. Gratulation an die Niederländer. Ronan Chabot, der Franzose, gewinnt die Buggy-Klasse und er hat es so oft versucht und so viel Mist schon gehabt in den letzten Jahren. Congratulations! Welche Position? Which position? Overall? 13. ist er geworden. Riesenergebnis, freut mich für ihn. Und die Deutschen sind auch im Ziel. Stefan Schott war auf dem Weg nach vorne, hat gestern einen Riesencrash gehabt, als ihn ein LKW gerammt hat. Der hat ihn nämlich nicht gesehen auf der Bühne beim Rückwärtssetzen. Aber heute alle glücklich, zufrieden, vorne mit dabei im Ziel. Nicht sein bestes Dakar-Ergebnis overall, aber auf jeden Fall wieder mal ins Ziel gefahren. Damit seine Zielankunftsquote fast schon 100%, also super zuverlässig, der Privatier. Stefanie Manz haben wir zwar noch nicht gesehen, die wird auch deutlich später reinkommen, aber die hat sich wirklich auch bei dieser Dakar durchgekämpft bis zum geht nicht mehr. Und das bedeutet zwei Deutsche im Ziel, perfekt. Stefan Peter Hansel heißt der Sieger der diesjährigen Dakar-Ausgabe und er ist wirklich ein verdienter Sieger. Ich habe es gestern schon erwähnt, in den ersten Vieren bei den Automobilen sitzen mit Fahrern und Beifahrern 7 Dakar. Gewinner mit diversen, noch viel mehr Dakar-Titeln. Es zeigt sich also, Erfahrung und Zuverlässigkeit zahlen sich aus. Zuverlässigkeit auch bei den Herstellern. Mini bringt alle Autos ins Ziel, Great Wall alle Autos ins Ziel und so weiter und so weiter. Also es war eine Dakar der Zuverlässigkeit und der Erfahrung. Und dann war irgendwie schon klar, dass am Schluss bei dieser Mixtur Peter Hansel die Nase vorne haben könnte. Aber er hat auch wirklich während dieser Rallye keine einzige Schwäche gezeigt und ist ein verdienter Sieger 2012.